ich habe jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen meine Pension aufzustocken. Das gibt mir Steuervorteile. Und habe das jetzt gemacht, um meinen Lohn für dieses Jahr ein bisschen zu senken. Das heißt jetzt aber, ich habe praktisch kein Bargeld mehr. Oder? Also ich habe jetzt eigentlich keine Barreserve. Wenn jetzt da irgendwie ein Crash kommt, kann ich nicht nachkaufen. Mhm. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl dabei. Also ich habe auch zwei Konten, oder, und wollte schon lange mal ein Konto auflösen. Weil das ist historisch gewachsen, weil ich nicht wusste, wo ich hin soll. Aber jetzt ist eigentlich das zweite Konto mein primäres Konto. Und es ist ein bisschen aufwendig, zwei Depots zu führen. Also dann auch zwei Fremdwährungskonten etc. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich das nicht einfach jetzt auflösen soll, oder? Dann habe ich wieder Geld zum Investieren nächstes Jahr und bin nicht so, es ist alles eng, oder? Im Büro hat es kein Geld mehr, privat ist alles investiert jetzt, oder? Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen untypisch für mich. Und das heißt, du überlegst jetzt, ob du dir die schönen Gewinne ein bisschen mitnehmen sollst, um dann wieder in einen möglichen Rücksetzer investieren zu können. Ja, genau, ja. Und Flexibilität natürlich zu gewinnen, ist klar. Ja, ja, ja. Makes sense, würde ich sagen. Oder macht Sinn, oder findest du auch? Ja. Also es ist wirklich jetzt alles investiert und ich bin ein bisschen schockiert gewesen, als ich das Bürokonto angeschaut habe. Weil es ging ja gut dieses Jahr und wir mussten auch Auszahlungen machen, was ja schön ist, oder? Aber es hat jetzt nicht mehr eine große Reserve da drauf, weißt du? Ja. Und irgendwie, ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich löse da dieses Konto auf. Ja, Peter, wir waren gerade in diesem Thema drin. Ich habe nämlich Uwe gesagt, ich habe kein Cash mehr. Das ist alles investiert zurzeit. Gerade weil ich auch in die Pensionskasse investieren musste dieses Jahr. Also es war ein gutes Jahr und ich musste nochmals investieren in die Pensionskasse, um ein bisschen meine Steuerbelastung besser zu verteilen über die Jahre. Und die Situation ist jetzt so, dass ich wirklich ziemlich knapp bin. Also normalerweise habe ich Cash-Reserven, oder? Und ich überlege mir jetzt, mein zweites Depot aufzulösen. Weißt du, historisch habe ich zwei Depots bei der Cashbank, der Bank 2 Plus und jetzt bei Saxo. Und ich hab da gemerkt, das ist ein bisschen viel Aufwand. Eigentlich wollte ich das sowieso zusammenlegen und bin mir jetzt am Überlegen, ob ich nicht einfach dieses zweite Depot auflöse. Habe ich ein bisschen Cash wieder, weißt du, schlafe ich gut über die Weihnachten und dann kann ich wieder investieren im neuen Jahr. Vielleicht zu höheren Preisen, vielleicht zu tieferen, das weiß ich natürlich nicht. Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe den letzten Artikel ich habe die Markets nicht mehr, aber ich bekomme auch noch diesen Newsletter, das ist interessant, diesen Big Picture, den schicken sie mir immer noch gratis. Und beim letzten Big Picture, da war eben das Thema dieser neue Virus und wie man jetzt reagieren soll. Und dann kam der nächste Satz. Mit Ruhepunkt. Das war wirklich. Ja, glaube ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Virus eher zu einem Boom führt an den Börsen, weil die Leute ja nicht mehr das Geld ausgeben können. Also müssen sie es wieder irgendwo anlegen. Und ich vermute, dass der neue Virus zuerst einmal beruhigen wird, nämlich dass diese Impfungen gut funktionieren, dass man relativ bald in der Lage ist, wieder eine neue Impfung auf den Markt zu bringen und dass man deshalb eigentlich keine Angst haben muss. Aber die Leute können, ich kann sehr wahrscheinlich mit Obermatt kein Weihnachtsessen machen. Das heißt, ich habe plötzlich mehr Geld, als ich erwartet habe und ich kann auch nicht mehr reisen, muss das irgendwo anlegen und darum habe ich das Gefühl, der Virus ist nicht der Grund, warum ich jetzt das Konto auflösen will, sondern es ist mehr so, dass das Konto sowieso Arbeit ist und dass ich mein Exposure wegen der Pensionskasseneinzahlung massiv erhöht habe. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Wie meinst du, das Exposure ist erhöht mit der Pensionskasseneinzahlung? Ja, es ist ein 1E-Plan, der ist alles 100% in Aktien investiert. Aha. Das heißt, das Geld geht in Aktien ohne Versicherungsleistung.
Und das ist eigentlich jetzt nicht das, also ich möchte jetzt eigentlich nicht knapp bei Cash sein. Ja, dann da hast du natürlich alles in Aktien investiert jetzt. Genau, ja. Und das, da habe ich mir gesagt, du, jetzt könnte ich eigentlich diese Gelegenheit nutzen, die Sachen zu verkaufen und dann wieder das zu kaufen. Da habe ich auch wieder etwas zu erzählen in den nächsten Kaffeepausen. Oder? Das Kaufen macht schon noch Spaß, oder? Das also es ist schon so, ja, es ist, ich muss sagen, seit etwa 2 Wochen, das habe ich auch ja nicht erzählt, aber meine Mutter hat gesagt, jetzt müsse ich das Konto, wir haben abgemacht, ich darf nichts mehr machen bei ihr, oder? Sie will jetzt einfach diese Aktien halten, full stop. Ja. Und das ist eigentlich das Schlauste, was wir gemacht haben, weil seit 2 Wochen schaue ich nicht mehr rein. Ich habe es einfach gelöscht. Ja, ich schaue nicht mehr rein und ich merke, wie relaxed ich langsam bin. 2 Thumbs up. Ich sagte, das ist unglaublich beruhigend, aber es ist auch langweilig. Der Markets hat eben geschrieben, an der Börse hangle man sich nicht von News zu News. Sondern, und ich finde das spannend, es sind eben diese Trends. Und solange die Notenbanken die Geldmenge nicht jetzt wesentlich reduzieren und die Zinsen erhöhen und auf die ganzen Rahmenbedingungen nicht wirklich ändern, und das wird frühestens im Sommer 23 sein, voraussichtlich, solange wird auch nicht das Regime an der Börse plötzlich ändern. Es schwankt einfach tagesaktuell von News zu News, aber grundsätzlich ist es immer noch ein steigender Aktienmarkt. Kann aber dann, wenn die Rahmenbedingungen stark, also eben, wenn die Zinsen vor allem steigen, dann kann es kehren, dann kann es in einen langfristigen Abwärtstrend kehren. Genau, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen jetzt sich ändern, oder, ist kleiner geworden, weil niemand will sich da die Finger verbrennen. Oder? Es gibt eine neue Unsicherheit mit einem neuen Virus, da sagen genau. Die Notenbankchefs zuerst einmal, let's wait and see. Genau, genau. Ja, also genau. Waren vielleicht noch vor dem Virus, waren die der Meinung, du, wir sollten wirklich langsam ein bisschen enger werden, aber jetzt, wo das draußen ist, jetzt kann man ihnen einen Vorwurf machen, wenn sie es falsch einschätzen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank ihre Strategie ändert, kleiner. Deshalb glaube ich auch eher an einen Aufwärtstrend. Also ich glaube, ich werde das Cash-Konto auflösen, also das zweite Depot auflösen. Einfach aufräumen und warum nicht jetzt? Ich habe jetzt zurzeit wenig Cash, dann macht es eigentlich Sinn, dass man wieder in eine Balance kommt. Ist eigentlich eine Diversifikationsüberlegung letzten Endes. Tod langweilig, aber das ist es, oder? Ich würde das auch machen. Ich werde es so auflösen, dass ich Verkaufsorder ein bisschen höher einsetze als der aktuelle Aktienkurs. Ich will nicht, dass da jemand noch ein Schnäppchen macht mit meinen Aktien. Also ich gebe bei jedem, das machen die automatisch, geben die einen Vorschlag, oder bei welchem Preis man verkaufen soll. Und dann gebe ich einfach noch ein paar Rappen dazu, vielleicht 1 Franken, 2, je nachdem. Und dann nachher sage ich, dort verkaufe ich und dann schaue ich mal, ob sich das Problem wie von selbst löst und ich dann nicht mehr ein Depot habe, sondern ein Cash-Konto und dann kann ich es günstig auflösen.